So, Freunde, da wären wir wieder. Ich esse jetzt erstmal nochmal einen schönen Cheeseburger. Geil. So. Und dann ist die Frage, wie fahren wir fort? Sharpness wäre noch gut. Da war aber hier Netherquarz, ne? Hatten wir da denn ein bisschen was? Netherquarz. Ich weiß gerade echt nicht, ob wir da schon was von hatten. Ich glaube aber schon. Es wäre komisch, wenn wir am Nether gewesen wären, ohne da irgendwas mitzunehmen. Copperpen, geil. Nee, ich glaube, da hatten wir aber was. Ich gehe mal drüben in den Kisten gucken. Ich glaube, da habe ich sogar vorhin was gesehen. Kann natürlich immer sein, dass ich mich täusche. Okay, das ist die Special Attack. Wie cool. Wie cool. Also Tinker's Construct ist halt ziemlich, ziemlich cool. So, da jetzt halt noch Sharpness und so ein Kram drauf machen, dass das Ding ein bisschen mehr Damage haut. So, hier war nix. Ah, hier Netherquarz. Da müssen wir auch noch sammeln gehen. Muss mal eine Nether-Tour her, habe ich das Gefühl. Und ich muss mal nochmal den Kram hier weglegen. Das müssen wir nicht mit uns rumschleppen. Aber was macht Slimy? Steht das in den Büchern hier irgendwie drin, was Slimy macht? Du. Ja, Material Trade Slimy. Was bringt das? Autosmelt wäre halt auch ultra lustig auf einer Spitzhacke. Oh, guck mal, was das hier kostet. Ah, Lack ist Lapis, okay. Sharpness, genau. Fiery. Das hätte ich auch gerne. Wobei es ja Enderman-Kacke. Necrotic. Oh, das wäre auch nett, aber was brauchen wir dazu? Also ein Wither-Skeleton-Ding, ne? Silky. Ist dann wahrscheinlich Silk Touch, ne? Genau. Okay. Reinforced. Knockback. Pisten. Wie cool. Beheading. Das ist gegen Spinnen. Smite. Was war das? Untot. Das sieht auch lustig aus. Flux. Ah, okay. Redstone. Flux-Gedöns. Das ist nichts, was für uns ist. Additional Modifiers, genau, das wird immer teurer. Alter. Ja, ich glaube, wir machen uns erstmal ein bisschen Sharpness drauf, zumindest soweit es uns das gerade hier erlaubt. Gibt es eigentlich. Not compatible with Silky. Fortune or Looting. Depends on Tooltype. Das hätte ich auch noch gerne drauf, dass wir von den Monstern mehr bekommen. Ich bin gerade am Überlegen. Den Nether habe ich, glaube ich, gar nicht gelöscht. Der müsste noch so sein wie vorher. Wobei Nether auch sowas ist, wo ich eh nichts baue. Wo ich dann auch sagen würde, irgendwann, ja, komm, den können wir mal resetten. Da bin ich ganz ehrlich, das ist mir dann wurscht. So. Dann gucken wir mal gerade.
Nämlich das hier und so. Ach du Gott, er hat denn so viel. Attack 4 Hearts. Wenn ich mache mir da mal Blöcke draus. Und das 4? Genau. Das geht dann schneller. So. 4, 4, 4. Wann geht denn das mal hoch? 4,5. Ja, danke. So, naja. Immerhin schon von 7 auf 9 Attack Damage. Ich weiß immer noch nicht, was Slimy ist. Und hopp. Das finde ich so cool. Ja, bam. So, dann gehen wir, würde ich sagen, jetzt mal noch gerade den Kram alles hier unterbringen. Und dann laufen wir mal los. Und ich bin eigentlich mit der neuen Waffe dazu geneigt, die Monster auf der Reise mal anzumachen. Muss ich ja mal zugeben. So, Quatsch. Ich wollte hier das hier ablegen. Dann, ins Regal nochmal die Bücher. Bup und bup. Schnuff. So, hier haben wir jetzt wirklich nur noch die Werkzeuge und Rucksäcke. Das ist echt super. So, dann die Torches mal noch weg. Das kann in den Müll. Der Rest kommt soweit eigentlich entweder hier in die Mine oder in den Erdestand. So, da hätten wir dip, 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 dip. Genau. Das kommt alles hier weg. Zack. Marble Cobblestone. Star. Der Marble. Dann Limestone und Granit. Zack. Weg damit. So, und die Erde hier, da haben wir genug dabei. Das kommt mal da drüben hin, hier in die Tasche kommt das Papier mal, die Werkstoffe hier, beziehungsweise das Holz nicht unbedingt. Dann hier kommt das rein. Gerade irgendwie so ein bisschen Froschenmalz. Dann na los. So. Du kommst einfach hier mal weg. So. Denn, Quatsch, hier in den Rucksack kommt das. Die müssen wir wirklich mal größer machen. Das ist ja unfassbar. Aber ja, das ist dann aufgeräumt, würde ich sagen. Dann kommt die Erde hier noch weg. Und dann würde ich sagen, geht's ins Bett, Monster an und Reise, Reise. Ich würde das Ding gerne mal testen. Das ist natürlich bei weitem noch nicht so gut wie das Ding. Aber einfach mal, wie man damit kämpfen kann. Und mit Tinker kann man, glaube ich, noch wesentlich bessere Waffen herstellen als das Ding hier. So, ich bin schon wieder dran vorbeigelaufen. Ach Gott. Aufmerksamkeitsspanne eines Steins. So. Wir brauchen nochmal ein neues Reisebett, ne? Das andere hatte ich da drüben ins Schreinerkabuff gestellt. Aber das ist ja alles kein Problem. Beziehungsweise Wolle sollte. Hä? Warum habe ich hier jetzt nochmal drei. Was? Ach egal, dann kommt ihr jetzt halt hier rein. Meine Güte. So. Den Sandstein soll ich auch mal weglegen irgendwo. So, meine Güte, was soll's. Ich wollte Wolle nehmen. 1, 2, 3. Flupp und flupp. Das Reisebett können wir dann auch einfach hier mit dazu packen. Und schon haben wir doch Platz. Dann würde ich sagen, geht's jetzt mal los. Dün, 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 dün. Dün, 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 dün.
So. Geht jetzt hier erstmal nach da. Dann halten wir uns hier mal so ein bisschen an der Kante auf. Dann geht es einmal hier quer drüber. Dann füllen wir das hier einfach mal noch schön auf. Hier oben den Block machen wir dann ganz. Noch hier rüber und dann sind wir auch schon da. Sind nur noch mal 5 Folgen unterwegs. Juhu. Aber wie gesagt, das Reisen ist ja auch immer ganz nett. So. Boah, wir brauchen unbedingt mal wieder eine Folge, wo der Fail dabei ist beim Reisen. Boah, das könnte sogar demnächst mal passieren noch. Das könnte in der Tat passieren. So, und ich wollte ja den hier machen. Oh, was ist denn da heute los? Irgendwas kitzelt in der Nase. Ach, ekelhaft. Die Lava könnten wir eigentlich mal zumachen. Und da das Obsidian rausnehmen. Für unsere Schmelze. So. Vielleicht finden wir ja wieder was Schönes. Das fände ich gar wunderschön. Weil den Hinweg hatten wir ja gemacht, da... Ja, ich sag mal, hatte ich noch nicht die Ruinen-Datei da resettet. Da war ja praktisch die... War der Platz schon besetzt von Ruinen, die gar nicht mehr da sind. So. Wie gesagt, ich wollte mich hier so am linken Rand etwas aufhalten. Einfach, dass wir hier nicht so ultra viele Lücken haben. Irgendwann müssen wir das Ganze auch mal noch komplett aufdecken gehen, aber mein Gott. So, und ich weiß gar nicht, ob ich es schon hier erwähnt hatte. Ich glaube schon. Und zwar ist ja jetzt zum Ende des Monats, also mittlerweile ist er schon zu der Server geschlossen worden. Da hatten wir ja auch nochmal das finale Show gemacht. Und falls ihr das verfolgt habt und euch die Map gefallen hat, schaut euch dieses Let's Show mal an, beziehungsweise ihr müsst es nicht anschauen, aber guckt in die Beschreibung, denn die Welt steht zum Download bereit. Dort heißt, wenn ihr da selber mal drüber laufen wollt, da mal ja einfach weiterbauen wollt, euch inspirieren lassen wollt, weil jetzt mal Butter bei die Fisch, was die Leute da gebaut haben, das ist schon ziemlich, ziemlich cool. Und jo, ihr könnt die da gerne runterladen. Nur wie ich auch schon im Let's Show gesagt habe, seid so respektvoll. Das machen ja auch manchmal Leute gerne, die sich dann Sachen von anderen Leuten runterladen und dann im Internet behaupten, ja, das habe ich gemacht, guck mal, wie geil ich bin. Das ist Kacke. Hier die Lorbeeren für andere Leute Arbeit hier einheimsen. Das ist das Assi. Aber ich gehe mal davon aus, dass hier keine solchen Leute zugucken. Was ist das denn? Weg damit. So. Immer Materialien mitnehmen. Oh, das mit dem Kies ist so super. Das passt einfach so. Da musst du nicht mehr so viele Minentouren machen, sondern du kannst einfach auf deinen Reisen... Boah, was ist das denn? Ich muss schon sagen, das sieht schon cool aus hier so, dass die Schlucht vom Gelände noch so ein bisschen aufgerissen ist. Nice. Jetzt habe ich den Faden verloren. Ist auch egal. Seid kein Arsch. Kurz und knapp. Und wenn ihr wollt, ladet die Welt runter. Schleiminsel, da müssen wir auch mal noch auf eine drauf, ne? Das haben wir noch gar nicht gemacht. So, wo ist die denn? Da hinten. Wobei die eigentlich recht unspektakulär sind. Das ist halt auch für Tinker, um diese Schleimsachen zu bekommen.
Ah, und ich muss mal noch, genau. Eigentlich müssen wir da mal noch Wasser. Waterwalk drauf machen. So, aber hier schwimmen wir dann schneller. Hallo? Ah ja. Da schwimmen wir schneller. Und ich finde das auch schön mit den Seerosen hier. Dass die dann auch blühen im Vanilla. Huch. Ah ja, stimmt. Wasser müssen wir jetzt aufpassen, wo die Monster an sind. Da gibt es ja auch dann Piranhas und Haie und so ein Kram. Und Rochen. Hier bleiben wir am Matsch stecken. Oh, aber die Clay sollten wir, glaube ich, mitnehmen. Flup, flup, flup. Gerade wo wir so einen riesen Patch hier haben. Das brauchen wir nämlich auch für DekoCraft. Am Schluss ärgern wir uns, dass wir da nichts haben. Wir müssen dann nochmal extra auf eine Reise gehen. Weil wir jetzt hier auf den vorhandenen Reisen, sage ich mal, doch einfach den ganzen Kram mal mitnehmen könnte, ne? Ach du Gott, hier geht's noch tiefer. Los, nach oben. Jo. Weiter geht's. Ach gut. Ja, doch, komm. Wir nehmen das mit. So viel Zeit muss sein. Dann können wir uns nachher wirklich richtig schön mit DekoCraft austoben, wenn es dann soweit ist, ne? Wie das alles im Matsch einsinkt, ist ja ekelhaft. Genauso wie ich, ja. Ich hasse Matsch. Boah, hier ist ja jede Menge. Ja, die Sümpfe sind halt für sowas ganz praktisch. Aber ich will es auch nicht übertreiben. Ich meine, guck mal. Wie viel wir da jetzt schon nochmal mitgenommen haben. Der Baller. Eigentlich sollte man die direkt hier komprimieren. Dass sie nicht so viel Platz wegnehmen. So. Und da wurden aus 6 oder 7 Stacks wurden. Ja, 2. Nicht mal 2. So. Muss ich auch wieder springen, wo ich die Flipper anhab und nicht mehr unsere normalen Schüchen. Ich bin Donald. Moment. Ah, das sind die Planes. Sollen wir die mal absuchen? Also sollen wir generell hier auf dem Weg mal alles aufdecken einfach? Ach komm, wir machen die Lücken noch gerade zu. Ich meine, es. Wir haben es ja. Huch, nicht eilig. Ach, schau mal an. Was war denn da? Hat sich doch direkt schon fast gelohnt. Huch, okay, da ist wieder ein NPC. Was für ein Hütchen. Hallo Meister, can you help be me? Mit dem Kerl los. Interessant. Ist der Imker. Also auch hier Bienenstöcke? Oh, tatsächlich. Auch nichts drin. Ah, doch hier. Cool. Kleine Imkerei gefunden. Ja, aber da müssen wir jetzt nichts klauen. Ich meine, die Bienen und so, das ist jetzt nichts so Besonderes. Aber schön. Aber eine kleine Imkerei. So.
Was wäre denn das? Komm schon. Ja. Okay, lo. So, allerdings, da wir jetzt die Monster anhaben, würde ich doch gerne schlafen gehen. You can only sleep at night, you can only sleep at night. Dankeschön. Wir müssen es ja nicht drauf anlegen, hier wirklich komplett durch die Nacht zu laufen. Darauf müssen wir es ja nicht anlegen. So. Aber ja, komm, dann decken wir hier einfach gerade alles auf. Kostet ja nichts außer ein bisschen Zeit. Und auf der Reise ist da sowieso. Ach, wir haben jetzt auch Schmetterlinge bei uns. So, was gibt's eigentlich? Auf den Plains gab es eigentlich recht viele coole Strukturen, wenn ich mich recht entsinne. Vielleicht haben wir ja Glück. Wobei, da war jetzt schon diese Imkerhütte. Wir haben ja einen 300 Meter Radius, wo wir keine anderen Strukturen haben können. Wobei man sich da immer unterschätzt, 300 Blöcke hört sich sehr, sehr weit an, aber so viel ist es dann letzten Endes auch nicht. Ich habe früher auch immer gerne auf Plains gebaut und habe dann so lange Welten generiert, also als ich noch Vanilla gespielt habe, und habe dann so lange Welten generiert, bis ich irgendwo ein Extreme Hills Biom oder generell so ein Wald oder halt irgendwas, was ein bisschen höhere Berge hat, neben dem Plains Biom hat. Und dann habe ich da immer so am Rand der Berge gebaut. Kürbisse. So, wir müssen nochmal was futtern. Nehmen wir uns mal gerade die normalen Cheeseburger hier. Kann man dann zwei gerade von essen. Krit, 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 krit. So. Juhu. Juhu. Und jump. Geil, da kann man schön Abgründe mit überwinden. Aber das sollte ich nicht so oft machen, weil das kostet halt immer ein bisschen Energie. So, das Aluminium mitnehmen. So. Na. So. Oh. Vorne ist aber noch mehr Aluminium. Das will ich haben. Aluminium. So. Wir brauchen noch eine bessere Methode, Obsidian irgendwie herzustellen, dass wir das Alumite besser und schneller bekommen. So, boah, und wir sind schon wieder über 20 Minuten. Ja, ein, zwei Minuten mache ich noch, ein bisschen Überlänge bei Reisefolgen kann man ja immer verkraften, sage ich mal. Und dann müssen wir die Folge allerdings mal beenden. Aber bisher ist hier nicht so viel los, ne? Hatten wir eigentlich schon was in normalen Plains-Biomes? Biomes, genau. Beste Deutsch, ich kann voll gute Daten, alle. Denn der japanische Tempel da, der war, glaube ich, nicht in einem Vanilla-Plains-Biom, oder? Ich glaube nämlich nicht. Da mal wieder ein Wald. Oh, haben wir hier so einen kleinen Wald noch mittendrin. Ist ja auch interessant. So, da hinten, das kennen wir schon. Gehe ich jetzt hier gerade noch einmal hier den Schlenker rum und dann geht's in der nächsten Folge weiter. Wobei wir eigentlich, na wobei, nee, komm. Ich hatte gerade überlegt, ob wir die roten Blumen hier noch mitnehmen sollen, aber, was ist denn das? Sah schon fast gewollt aus. Wie dieses Mörderloch, das wir da hatten. Da rechnet doch auch keiner mit.
Also da hat man so Glück, das zu finden. Da läufst du ja einfach dran vorbei. Planes sind eigentlich zum Bauen richtig cool. Hier sind sau viele Materialien. Ja, das finde ich richtig gut. Das war für die normalen Erze. Müssen wir nicht mehr unbedingt Höhlentouren machen, sondern können das einfach hier auf Reisen als Kies mitnehmen. Finde ich eine super Idee. So, da hinten hat man noch, aber da bin ich gerade irgendwie zu faul zu. Was ist denn das da? Das sieht doch irgendwie komisch aus, oder? Ich glaube, das ist nur in den Bergen schwarzer Stein. Ja. Boah, und ich bin auch am Überlegen, ob ich wirklich noch Mistcraft reinnehmen soll. Dass wir noch andere Welten haben, die wir dann einfach. Ja. Wie soll ich es mal respektvoll ausdrücken, die wir ausbeuten können? Wo wir uns keine Gedanken machen müssen, dass es schön aussieht, sondern einfach schwuppdiwupp alles weg damit. So, aber den Rest hier nehmen wir noch beim nächsten Mal mit. Dann geht's hier weiter, da decken wir auch noch alles auf. Dann laufen wir hier hin, sammeln Kram und machen uns dann wieder auf den Heimweg. Oder, wie wir lustig sind, können da ja dann auch mal sagen, ob wir eine längere Reise machen sollen. Gehen wir vielleicht sogar noch ein Stück weiter. Weil hier das Biom würde ich gerne mal noch ein bisschen erkunden. Aber, ja, gucken wir da mal. Ich bedanke mich mal nochmal fürs Zuschauen und wir sehen uns beim nächsten Mal, wo wir noch ein bisschen weiter rumlaufen. Macht's gut, tschüss.